Hey Leute, willkommen bei Widerlader TV. Als ich vor kurzem ein Video über das selbstgemachte Hülsenfett hochgeladen habe, wer es verpasst hat, ich blende das Video hier nochmal ein und ich werde es auch am Ende von dem Film hier nochmal ranpacken. Auf jeden Fall wurde ich gefragt, ob ich nicht mehr Videos in diese Richtung machen kann. Das ist ein sehr günstiges Produkt, es ist sehr einfach herzustellen und ja, dementsprechend beliebt. Und klar kann ich mehr in diese Richtung machen und heute mag ich ein nächstes Produkt vorstellen. Hier gehen wir jetzt in den Bereich der Waffenreinigungsmittel, denn wenn wir uns kommerziell erhältliche Produkte anschauen, dann sind die Preise doch teilweise recht derbe. Da zahlt man für eine kleine Flasche schnell mal 10, 15 € und mehr. Heute mag ich euch ein Rezept vorstellen, was in den USA sehr beliebt ist. Das nennt sich Ed's Red. Das ist ein hocheffektives Reinigungsmittel und bei den Kosten liegen wir in etwa bei 30 € für 4 Liter. Ja, da habt ihr richtig gehört. 4 Liter zu 30 €. Pi mal Auge. Ich werde den Link zu der Einkaufsliste wie gewohnt unten in die Videobeschreibung mit einfügen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Produkte dann darüber beziehen. Das würde mich sehr freuen. Gerade bei einem würde ich sagen, schaut euch mal an, was es Tatsache ist, weil Produkte aus dem US-Amerikanischen zu übersetzen, was es dann hier in Deutschland wirklich ist, ist gar nicht so leicht. Und bei Kerosin hatte ich so mein Problem. Und ja, geht mal über den Link, guckt euch an, was Kerosin hier in Deutschland wirklich ist. Sehr einfach. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, wie schnell wir Ed's Red selber herstellen können. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei dem Video. Los geht's. Ed's Red ist ein sogenanntes CLP, das heißt, es ist ein Waffenreinigungsmittel, es schützt vor Rost und es schmiert auch gleichzeitig. Bevor wir jetzt damit anfangen, zeige ich euch erstmal, was wir benötigen. Und anfangen mag ich mit dem Bereich Sicherheit. Wir hantieren mit Chemikalien, deswegen sollte eine Schutzbrille nicht fehlen und auch dementsprechende Schutzhandschuhe. Als Gefäß empfiehlt sich ein Glasbehälter oder eine chemikalienresistente Flasche, wie hier in meinem Fall. Okay, dann fangen wir mal an mit den Zutaten. Anfangen mag ich hier mit dem Dextron 2. Das ist ein ATF, das heißt ein Getriebeöl. Das sorgt für den nötigen Schmierfilm. Dann haben wir einen Terpentinersatz. Der ist dafür da, um alles miteinander zu vermischen. Dann habe ich eine Flasche Kerosin. Und wie gesagt, Kerosin hat nichts mit dem Kerosin zu tun, wie wir es jetzt im ersten Moment erstmal denken würden, mit dem Flugzeugbenzin. Das ist was ganz anderes. Schaut mal in den Link. Und im Originalrezept haben wir auch noch drin Aceton. Das sorgt dafür, dass Kunststoff gelöst wird, wenn ihr es zum Beispiel für die Reinigung der Schrotflinte einsetzen wollt. Ich werde es lediglich für meine Lang- und Kurzwaffen einsetzen, deswegen verzichte ich auf Aceton. Nehme jetzt nur diese drei, sprich Dextron 2, Terpentinersatz und Kerosin. Alles wird gemischt in gleichen Teilen, das heißt hier in meinem Fall jeweils einen Becher. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Es ist sehr leicht, also wirklich nur gleiche Teile verwenden und ab in die Flasche. Okay, anfangen möchte ich mit dem Dextron 2. Ihr könnt auch Dextron 3 nehmen oder ein anderes ATF, also ein Automatik-Getriebeöl. Wichtig ist halt, dass ihr das mit beifügt, weil das sorgt für den nötigen Schmierfilm. Wie man hier schön an der Farbe sehen kann, das ist alles leuchtend rot und das gibt dem Produkt auch den Namen Ed's Red. Und damit ich davon nichts verschwende, werde ich jetzt mit dem Terpentinersatz, der im Übrigen dafür da ist, alles miteinander zu vermischen, werde ich jetzt noch die Reste aus dem Becher spülen. Also Dextron 2 als Schmiermittel, Terpentinersatz, um die ganzen Grundsubstanzen miteinander zu vermischen. Gefolgt dann von einem Becher Kerosin. Wenn ihr dann seht, was Kerosin in Deutsch ist oder ja, was das deutsche Produkt ist, dann seht bitte zu, dass ihr das Ganze geruchsneutral kriegt. Kerosin ist dafür da, um Schmauchrückstände zu entfernen. Und wer das mal eingesetzt hat, der sieht dann, damit geht das wirklich kinderleicht und sehr schnell. So, und so sieht jetzt mein Ed's Red aus. Normalerweise würde jetzt hier noch ein Becher Aceton reinkommen. Da ich aber keine kunststofflösenden Eigenschaften möchte in meinem Produkt, lasse ich den weg. Wenn ihr das haben wollt, also sprich das Originalrezept nachmachen wollt, dann bitte auch noch einen Becher Aceton hinzufügen. Da ich jetzt hier noch eine halbe Flasche Platz habe, werde ich das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Das heißt, ich nehme wieder einen Becher von dem Terpentinersatz, einen Becher Dextron 2 und einen Becher Kerosin. Okay, aber das mache ich jetzt ohne die Kamera. Zu guter Letzt gehe ich dann immer noch hin und beschrifte die Flasche. Einmal, um selbst zu wissen, was drin ist und dann auch,
vor allen Dingen, um den Familienmitgliedern zu zeigen, was in den Flaschen drin ist, damit es nicht fälschlicherweise woanders verwendet wird. Okay, Leute, und so leicht stellt ihr ein Waffenreinigungsmittel her. Azred kostet wirklich nicht die Welt. Wenn ihr alle vier Grundprodukte nehmt, sprich mit Aceton, kommt ihr eventuell auf 30 Euro für 4 Liter. In meinem Fall dürfte ich noch deutlich drunter liegen. Schaut euch einfach mal über die Einkaufsliste die Produkte an, was die dann tagesaktuell kosten. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Schreibt bitte in den Kommentaren, was ihr von dem Produkt haltet, sofern ihr es schon ausprobiert habt. Abonniert auch bitte meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und hoffentlich dann bis demnächst bei Wiederlader TV. Ich habe jetzt hier nur zum Vorzeigen die kleine Dosis mit 100 Gramm. Und ein schöner Nebeneffekt, das pflegt auch die Hände. Das freut die Damenwelt, gepflegte Männerhände, ist da was Feines. Ich hole mir normalerweise größere Abpackungen, ein Kilo. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann man auch für Geschossfett nehmen und hält ewig. So, dann Isopropanol-Alkohol. Isopropanol mit hier einer Reinheit von 99,9%.